Sonja. Aufwachen. Ich bin schon wach, Hannah. Ich bin mitten in der Nacht schon losgefahren. Was? Ja, ich habe fast alle Weine bekommen, die wir schon immer im Sortiment haben wollten. Alle? Naja, fast. Sogar den Würzburger Stein habe ich bekommen, direkt hinter mir. Wahnsinn. Wann bist du ungefähr hier? Ich bin schon da, aber das kann nur einen Moment dauern. Ich möchte Heiner überraschen, wir hatten so wenig Zeit für uns. Verstehe. Na dann, lasst euch Zeit. Ich mache das hier schon. Bis später. Ciao. Was war das denn? Na, was vergessen, Liliane Schätzchen? Dass du so bist, wie du bist, Heiner Schätzchen. Du? Hier? Ich hier. Guten Morgen. Robert! Schön, dass du mal wieder da bist. Ich bin erst um halb drei aus dem Elsass gekommen, ich wollte dich nicht wecken. Kannst du die Tasche bitte wegräumen? Machst du schon wieder Urlaub hier? Diesmal bin ich rein geschäftlich hier. Geschäftlich, erzähl. Ich warte mal lieber, bis es unter Dach und Fach ist. Du, ich habe noch einen Termin. Räum die Schuhe bitte auf, ja? Papa! In Zukunft werde ich dich öfter besuchen. Das ist unser Haus. Das deiner Familie, deiner Tochter, deines Enkels, deiner Frau. Du hast es mir versprochen, Heiner. Du hast es mir versprochen. Noch dazu mit einer wildfremden Frau. Wär's dir lieber gewesen, du hättest sie gekannt? Ich meine, außerdem mir ist Liliane ja nicht wildfremd. Wahrscheinlich auch noch in unserem Bett. Was? Nein. Doch. Vielleicht noch auf meiner Seite, weil die Matratze neu ist? Mit meiner Bandscheibe kann ich mir keine großen Sprünge erlauben. Du hast mir versprochen, nicht mehr zu springen. Du bist so widerlich. Das sagst du jedes Mal, wenn mir sowas passiert. Passiert ist gut. Beruhige dich doch erstmal und dann werden wir mit Würde die ganze Angelegenheit durchdiskutieren. Da gibt's nichts mehr zu diskutieren, Heiner. Ich hab dir auch was versprochen. Ja, mein Schätzchen. Es hat sich ausgeschätzchen. Das war die eine zu viel. Ich hatte auch immer mit meinen Hormonen zu kämpfen, das weißt du doch. Und momentan befinde ich mich nun mal in einer sehr, sehr schwierigen Phase. In dieser Phase scheinst du zu stecken, seit wir verheiratet sind. Ich nehme mal an, dass es sich um diese viel zitierten männlichen Wechseljahre handelt. Es reicht, Heiner. Hat aber wie üblich nichts zu bedeuten. Sieh das doch mal eher unter einem rein zwischenmenschlichen Aspekt. Männer können überhaupt nicht lieben. Mit 74, ein blauer Transporter München Zeppelin Gustav. Okay, alles klar, wir halten ihn ab. Okay. Ach du Scheiße. Sind Sie lebensmüde? Bernd, alles okay? Ich hätte Sie überfahren können. Was? Sie stehen einfach auf der Straße rum. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt tot wären? So, nur mal halblang, junge Dame. Den Führerschein und die Fahrzeugpapiere. Muss noch damit rechnen, dass Sie rausgewunken werden. Wieso? Weil Sie mit überhöhter Geschwindigkeit durch einen 30er Bauabschnitt gefahren sind und geblitzt wurden. Bauabschnitt? Doch. Wir haben wohl was getrunken, junge Dame. Wieso? Alkohol? Oh nein! Oh, ich hab's geahnt. Der 95er auch noch. Würden Sie freundlicherweise mal hier reinblasen? Ich habe keinen Tropfen getrunken. Sie riechen aber stark nach Alkohol. Das glaube ich jetzt nicht. Das bin nicht ich, die nach Alkohol riecht. Das müsste selbst jemand wie Sie gemerkt haben. Also pusten Sie jetzt oder nicht? Herr Dr. Meyer, Sie müssen sich beeilen. Was ist? Ihr Termin in der Gerichtsmedizin. Hier France Presse und um 10 haben Sie bereits den Vorsitz in der Strafsache Hebsacker Alois. Hebsacker Alois, das war doch diese 4,2 Promille-Fahrt. Genau. Der Herr Hebsacker will das Testergebnis anfechten, weil er sagt, dass man mit 4,2 Promille gar nicht Auto fahren kann. Da hat er recht. Das kann niemand. Der Herr Hebsacker schon.
Wie meinen Sie? Er ist schon einmal verurteilt worden wegen einer 3,8 Promillefahrt. Und einmal wegen einem Auffahrunfall. Wie viel Promille? Der Unfall war er vollkommen nüchtern. Dann sollte er vielleicht nur noch volltrunken fahren, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Bitte nehmen Sie Platz. Der Pathologe kommt gleich, Herr Dr. Meyer. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Pieks. Doch kein Thema, ist der Bluttest. Warum haben Sie noch mal eine Blasen holen? Die Blase ist ja nicht so schwierig. Lassen Sie mich bitte einfach in Ruhe. Ja, dann setzen Sie sich da jetzt hin. Ich muss noch mit dem diensthabenden Arzt sprechen. Sie versuchen aber nicht, sich der bevorstehenden Maßnahme durch Flucht zu entziehen? Wie sollte ich? Sie haben doch meinen Führerschein. Ach so, ja, richtig. Pardon. Entschuldigung. Meine Schuld. Grüß Gott, Herr Doktor. Franzose? Hä? Ah, naja. Eigentlich... Wird man gar nicht. Waren Sie auch aus dem Verkehr gezogen? Hm. Das ist doch unglaublich. Da könnte man bei Ihnen ja ein Auge zudrücken. Aber nein, Sie kommen als Gast in unser Land und schon frischt man Sie von der Straße weg. Was müssen Sie für einen Eindruck von uns haben? Ich glaube, Sie missverstehen die Situation. Die Deutschen an sich sind eigentlich ganz nett. Ja, ja, aber wir haben die Bürokratie nun mal erfunden. Deswegen müssen wir auch drauf rumreiten. Dabei erwartet man von einem Franzosen fast, dass er sich schon zum Frühstück ein Gläschen Champagner will. Ja, Sie würden niemals für morgens Zeit gemacht. Das sagt jeder. Und warum sind Sie dann hier, mon cher? Na, haben hinten die Deal aufgemacht? Vorhin lag der Flock schon raus. Mir können Sie es ruhig sagen. Ich verrate Sie nicht. Warum habt Sie es denn nicht blasen lassen? Wollt's nicht. Dabei bin ich wirklich unschuldig. Ich bin sozusagen ein echter Justizirrtum. Frau Franke? Das habe ich versucht, diesen Polizisten zu erklären, aber bei der Justiz scheinen nur geistige Kleingärtner zu arbeiten. Jetzt mach dich mal nicht verrückt, Sonja. Du hast nachweislich nichts getrunken. Die wollen mir den Führerschein trotzdem wegnehmen. Ach, weil ich angeblich zu schnell gefahren bin. Reine Schikane, wenn du mich fragst. Ich werde natürlich Einspruch einlegen. Ja. Sonja, nicht noch eine. Scherben bringen Glück. Er hat mir versprochen, dass er sich ändert. In unserem Haus einer jung, hübsche, ja, doch hübsch. Nee. Doch. Hallo, Mama? Ah, Hanna, wie geht's? Es tut mir leid. Mein Babysitter ist krank, Magen-Darm. Du musst mir Max für ein paar Stunden abnehmen, bitte, Mama, ja? Deiner Mutter geht's momentan nicht so gut, Julia. Aber du weinst ja. Was ist passiert? Dein Vater, ich hab ihn erwischt mit so... Liliane. Das weißt du? Ja. Sie arbeitet bei ihm in der Redaktion, seine Praktikantin. Ist bestimmt nichts Ernstes, du kennst doch Papa. Warum hast du mir denn nichts gesagt? Ich wollte dir nicht wehtun. Und außerdem kann ich mich doch nicht in eure Ehe einmischen. Entschuldige, ich hab's wirklich furchtbar eilig. Ich muss zur Lokalbaukommission diesen Plan hier einreichen. Tschüss, Mäckchen. Lass uns heute Abend darüber reden, ja? Tschüss. Bist du sicher, dass die von dir ist? Ach, du weißt doch, wie es ist. Als junge Architektin hat man es auch nicht leicht. Sie ist noch in der Probezeit. Ach, hör auf, sie ständig zu verteidigen. Sie muss sich profilieren. Hör auf. Und noch was, ich finde Maxi wirklich unheimlich süß, aber du kannst sie nicht ständig als Leihmutter missbrauchen lassen. Man muss auch mal Nein sagen können. Da kann man doch nicht Nein sagen, Max. Immer sind ganz automatisch wir Männer schuld, ne? Und dass du mich in letzter Zeit vernachlässigt hast, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich hab dich vernachlässigt? Ja, seit du dieses blöde Weingeschäft aufgemacht hast, dreht sich doch alles nur noch darum. Seit wir verheiratet sind, schmeiß ich den gesamten Haushalt. Dann mähe ich den Rasen, mach den Ölwechsel von deinem Auto. Und ganz nebenbei ziehe ich auch noch unsere Tochter groß. Weil du dich für sowas besser eignest als ich. Dafür hab ich das Geld angeschafft. Seit Julia ausgezogen ist, bin ich ganz alleine. Ich wollte endlich mal was für mich machen. Du warst ständig unterwegs für dein blödes Käseblatt. Du warst beschäftigt mit Recherchen und Praktikantinnen. Der Weinladen macht mir großen Spaß und mir jetzt vorzuwerfen. Sonja, bitte, bitte. Einen Moment. Wann hast du ganz bewusst die letzten Artikel von mir gelesen? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Du hörst gar nicht zu. Aber es ist doch Blödsinn, wenn du jetzt ausziehst. Es ist dein Koffer. Du ziehst aus. Sag mal, können wir uns nicht einmal wie erwachsene Menschen benehmen? Wie soll das gehen, wenn du dabei bist?
so viel Zeit verschwendet. Für wen? Mama? Bart, ich muss dringend zu einem Kunden. Wenn ich den Auftrag verliere, dann feuert mich mein Chef. Mein Babysitter heiratet heute, hm? Zu blöd. Aber ich beeile mich, ja? Das macht dir doch nichts aus, auf Max aufzupassen. Nein. Danke. Und tschüss. Meine Rettung, Mama. Halt! Warte! Julia! Heute geht's wirklich nicht. Ich hab doch gleich meine Gerichtsberatung, Mann! Oh. Nix. Guten Tag. Mein Name ist Franke. 14 Minuten und 23 Sekunden zu spät. Unpünktlichkeit ist sehr unhöflich, weil andere warten müssen. Entschuldigung, aber ich musste erst noch diesen Zwerg hier füttern. Sie sind die Verhandlungssache Franke? Ja. Anwaltlich vertreten sind Sie nicht? Nein, weil ich bin ja unschuldig. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Franke. Frau Franke, Sie haben gegen den Bußgeldbescheid wegen Geschwindigkeitsüberschreitung in einer 30er-Zone und gegen den einmonatigen Führerscheinentzug Einspruch eingelegt. Ja, weil das gar keine richtige 30er-Zone ist. Ja, aber natürlich. Na, das bestreite ich eben. Moment mal, Frau Franke, der Baustellenabschnitt Mühlenbachstraße war durch ein 30er-Schild gekennzeichnet. Die Mühlenbachstraße war noch nie 30er-Zone, so fängt schon mal an. Nur wegen dieser Baustelle wurden diese Schilder aufgestellt für ganze 3 Tage. In dieser Zeit war ich in Würzburg. Habe also gar nichts von dem Baustellenabschnitt. Wo ist denn dieser blöde Entenschädel? Entenschädel, wieso? Ja, für ihn. Sie hören doch, dass er sich nicht wohl fühlt. Ja, das bedauere ich, aber vielleicht hätten Sie für so einen wichtigen Termin auch einen Babysitter besorgen können für Ihr Kind. Das bin ich, der Babysitter. Also ich bin der Ersatzbabysitter. Der richtige Babysitter heiratet gerade. Außerdem ist das gar nicht mein Kind. Das hat er mir heute einfach so in den Flur gesetzt. Baby. Ein Findelkind. Ach, Max ist doch kein Findelkind, das ist der Sohn meiner Tochter. Oh, schon Großmama. Ha? Ach so. Danke. Aber können wir bitte weitermachen? Ich habe wenig Zeit. Ja, natürlich, Frau Franke. Ach, da ist sie ja. Da, Max. Jedenfalls, als ich geblitzt wurde, gab es gar keine Baustelle mehr. Nur irgendwelche Fachkräfte haben vergessen, diese Schilder wieder abzumontieren. Ergo, gar keine richtige 30er-Zone mehr und gar kein Grund mehr für eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, Max, bitte. Ja, bitte, Max. Frau Franke, so funktioniert das nicht. Die Beurteilung, wie sinnvoll oder sinnlos eine verkehrstechnische Geschwindigkeitsberuhigung ist, hat Sie nicht zu interessieren. Aber sicher doch. Nein, sicher nicht. Sie haben sich nur an die offizielle Vorgabe zu halten. Euer Ehren. Nein, nur Vorsitzender. Euer Ehrenvorsitzender. Nein. Vorsitzender oder einfach Meier. Herr Dr. Meier, was ich sagen will, ist, ich muss mich doch nicht irgendwelchen hirnrissigen Anordnungen fügen, die gar keinen Sinn machen. Außerdem habe ich niemanden gefährdet. Da können Sie von Glück reden. Immerhin sind Sie geblitzt worden mit 40 Stundenkilometern über dem Limit. Du bist ja ganz nass. Das ist jetzt schon wieder Max. Ich glaube, den muss ich erst mal trockenlegen. Frau Franke, bitte doch nicht hier drinnen. Die Würde des Gerichtes. Wenn Sie eine feuchte Hose hätten, wäre Ihnen die Würde auch egal. Ja, stimmt auch wieder. Sie haben doch sicherlich irgendwo eine Toilette. Wie sieht's denn nur aus mit meinem Führerschein? Ich bin darauf angewiesen. Nichts zu machen. Der Einspruch hat keine Chance, dass Sie in die Hände gebunden, leider. Aber auch in der nächsten Instanz würden Sie verlieren. Ziehen Sie den Einspruch zurück. Ich ziehe meinen Einspruch zurück. Das ist sehr vernünftig. Die Geldstrafe habe ich um 100 Euro gesenkt, weil Sie glaubwürdig versichern konnten, dass Sie die Baustellensituation zum gegebenen Zeitpunkt nicht kannten. Und den einmonatigen Führerscheinentzug, den können Sie sich in den nächsten 4 Monaten selbst einteilen. Geben Sie ihn ab, wenn Sie ihn am wenigsten brauchen. Wenn schon, dann gleich. Moment mal, Frau Franke, so geht das aber nicht. Nicht rein formell. Hallo.
Frau Franke? Was machen Sie denn da, Frau Franke? Ich habe ein Geschäft und da fahre ich jetzt hin. Tun Sie das nicht, Frau Franke? Diese eine letzte Fahrt. Ah, halten Sie mal. Ich kann das Auto unmöglich hier stehen lassen. Nicht doch einen Strafzettel nach dem nächsten. Ohne Führerschein dürfen Sie nicht fahren. Paragraph 21 Straßenverkehrsgesetz. Moment, Sie haben mir doch selbst erklärt, dass ich es mir aussuchen kann innerhalb der nächsten 4 Monate. Ich habe doch nicht, wie es Ihnen passt. An Wochenende oder Feiertagen, sondern an einem Stück. 30 Kalendertage. Inzwischen haben Sie den Führerschein offiziell abgegeben. Und darüber sehe ich großzügig hinweg. Ach, dieses eine Mal, bitte. Ich bin Richter, ich kann nicht tatenlos dulden. Hier draußen sind Sie nur Privatperson, die das überhaupt nichts angeht. Außerdem haben Sie ja nicht mehr Ihr schwarzes, aufreizendes Kleidchen an. Ich bin Privatperson, das ist richtig. Aber ich bin auch Zeuge für rechtswidriges Verhalten. Wissen Sie, was Sie sind? Sagen Sie es nicht, Frau Franke. Lassen Sie sich nicht zu Äußerungen hinreißen, die Ihnen und auch mir leid tun könnten. Demnächst kommt. Sie sind ein kleiner, spießiger Paragraphenpopler. So, und jetzt können Sie mich anzeigen. Dann können Sie mal Richter, Kläger und Zeuge in einer Person sein. Papa? Ja. Du, schade, dass du nicht dabei warst. Na, wie war's? Das war so toll. Wir haben praktisch tagelang nur gegessen und getrunken. Du hast eigentlich gesoffen. Großvater war übrigens ziemlich enttäuscht, dass du nicht da warst. 300-jähriges Betriebsjubiläum ohne den Sohn der Familie. Der angeblich keine Zeit hat. Na, was heißt angeblich? Ne? Wir hätten uns sowieso noch wieder gestritten. Ja, ich streite euch doch dauernd. Das gehört doch bei euch schon zum guten Ton. Du könntest übrigens ruhig mal fragen, wie es ihm geht. Der wird auch nicht jünger. Gut, wie geht's meinem Vater? Gut. Das freut mich. Dieser Wichtigtour. Jetzt reg dich ab. Den Transporter kann ich abholen. Ich die Nase voll von Männern. Ganz ohne Kerle geht's auch nicht. Ein paar Wochen Entzug und du kommst zu demselben Ergebnis? Nee. Das verspreche ich dir. Nee, ich sag's dir. Ich habe damit abgeschlossen. Ich... Da, ich habe fertig. Oh, noch eine Absage. Weingut Strieler in Echterbach hat auch nicht das, was sie wollen. Na, leg's zum Übrigen. Die großen Spätlesen, die dir beim Unfall zerbrochen sind, fehlen definitiv im Sortiment. Die Spitzenerzeugnisse sind längst weg, das habe ich dir doch gesagt. Aber wir brauchen die dringend, sonst können wir dicht machen. Weinhändler, die Durchschnittsware verkaufen, gibt es schließlich wie Sand am Meer. Und wenn wir preislich doch ein bisschen höher einstellen? Na, dann können wir es auch versuchen, die ganz großen elsässischen Weingüter anzugehen. Zum Beispiel? Meyer-Effis. Meyer-Effis. Ja, du bist lustig. Die werden uns auslachen. Meyer-Effis. Weißt du, ich möchte ein neues Vertriebsnetz in Deutschland aufbauen, mit jüngeren Partnern. Da muss mal frischer Wind rein in den Laden. Aber das erlaubt der Alte doch nie. Dein Großvater wacht eifersüchtig auf alle seine Produkte. Außerdem hat er seine festen Abnehmer. Du, der wird sich umstellen müssen. Auch wenn es nicht leicht wird, ihm das zu verklickern. Ich hatte übrigens die Chance, das gesamte Areal unserer Nachbarn dazu zu kaufen. Was? Die Brüder Depardieu verkaufen? Und zu einem guten Preis. Du, es macht dir wirklich nichts aus, dass ich in letzter Zeit so oft bei dir wohne. Ich kann auch ins Hotel. Nein, das ist doch viel zu teuer, lohnt sich doch gar nicht. Bitte, komm, häng diese Jacke auf. Mittlerweile bin ich sogar ganz froh, dass ich Heiner mit dieser Liane erwischt habe. Besser ein Ende mit Schrecken als ein... Wie Ende? Ich lass mich scheiden. Mama, du fühlst dich verletzt, das ist verständlich. Aber ihr rauft euch schon wieder zusammen, Papa und du. Warum denn? Der Vater von Maxchen hat nichts getaugt. Du hast ihn rausgeschmissen. Wunderbar. Ja, aber... Diese Konsequenz und Stärke hattest du mir bisher voraus. Bisher. Mama, ich will dir nicht wehtun, aber in deinem Alter ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig, noch mal jemanden zu finden, der zu einem passt. Wer sagt dir denn, dass ich in meinem Alter überhaupt auf der Suche nach jemandem bin? Frondi, du kannst gar nicht alleine sein. Du würdest dich total einsam fühlen. Männer sind bei euch wie eine schlechte Angewohnheit, die man sich nicht abgewöhnen kann. Ich muss dich jetzt loswerden. Mein Chef kommt. Ich will ihm meine neuesten Entwürfe zeigen. Verstehe. Ich bestreite gar nicht, Herr Dr. Meyer, dass Sie in Arbeit ersticken. Aber Sie müssen an diesem Juristenkongress teilnehmen. Ich zähle auf Sie. Herr Präsident, kann das nicht ein Kollege machen? Ich stehe so ungern im Rampenlicht. Sie haben von allen den höchsten Anteil verkehrsgerichtlicher Entscheidungen aufzuweisen. Deswegen will ich ja ausgerechnet Sie als Referenten gewinnen.
Naja, außerdem rückt dadurch vielleicht doch noch Ihre Berufung ans Oberlandesgericht in greifbare Nähe. Sind einige nicht unmaßgebliche Herren auf dem Kongress vertreten? Und wenn Sie die beeindrucken? Ans Ober, ja? Ich weiß, dass Sie immer damit geliebäugelt haben, Ihr Berufsleben durch diesen Aufstieg sozusagen zu krönen. Herr Dr. Meyer, ergreifen Sie Ihre Chance. Wiedersehen. Dankeschön. Kommen Sie mal wieder vorbei. Sonja, hör auf damit. Ich glaube, du brauchst doch einen Mann, hm? Sonja, bitte. Hier, schau mal. Ich habe noch mal in Würzburg angerufen, im Königlichen Weingut. Die haben noch Restbestände. Ja? Na ja, dann fahr du hin. Ich muss aufräumen. Ich muss mein Leben aufräumen. Ja, aber nicht, indem du die Flaschen durchscheuerst. Ich komme gleich zu Ihnen. Sonja, ich bin nun mal nicht so geeignet wie du fürs Verkosten. Du hast nun mal die feinere Nase und den geübteren Gaumen. Wenn wir ehrlich sind, bist du der Profi von uns, was Weine betrifft. Ja, und wie soll ich da hinkommen? Mit der Bahn vielleicht? Ja klar, morgens hin und abends zurück. Leider alles besetzt. Nur da vorne an dem kleinen Tisch sitzt ein einzelner Herr. Wenn es Ihnen nichts ausmacht? Nein. Verzeihen Sie bitte. Dürfte die Dame bei Ihnen Platz nehmen? Ja, selbstverständlich. Oh, nein. Ich glaube, das ist dem Mann doch zu eng. Ich warte lieber so lange, bis irgendjemand aufsteht. Das wird so schnell nicht passieren. Die meisten Gäste haben sich eben erst gesetzt. Bitte. Bitte schön. Doch nicht so. Wird schon gehen, oder? Schön. Neues Opfer? Fahren Sie auch bis nach Würzburg? Ja. Wir müssen auch nicht miteinander reden, wenn es Ihnen unangenehm ist. Ja, da haben Sie recht. Haben die Herrschaften schon gewählt? Bitte. Ja, ich hätte gerne ein Achtel Sauvignon Blanc, ein Mineralwasser und die Pouladenbrust mit dem Bandel. Also ich hätte gerne nur Mineralwasser, auch diese Pouladenbrust mit, ja. Danke. Oh, oh. Böse Speisekarte. Poulade haben wir leider nur noch einmal. Also, ich verzichte selbst. Nein, das ist doch. Das ist doch bitte nehmen Sie doch die Pouladenbrust. Darf ich einen Vorschlag machen? Sie nehmen sich eine schöne Vorspeise und teilen sich die Portion. Haben die Herrschaften noch einen Wunsch? Nein. Bitte noch ein Wasser. Gerne. Was ist? Habe ich einen Fleck oder irgendwas? Nein, ich finde es nur sehr amüsant, dass Sie als Franzose so gar keinen Alkohol trinken. Erstens mal, danke, habe ich seit über 40 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich fühle mich als Deutscher. Und zweitens trinke ich ganz selten Alkohol. Ich denke, es gibt schon genügend Alkoholiker. Und für eine solche halten Sie mich? Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ich trinke Alkohol nicht, um mich zu betrinken. Ich trinke ihn, um es zu genießen. Zigarette? Danke, bin ich Raucher. Sonst irgendein Laster? Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Hier im Speisewagen ist Rauchen sowieso verboten. Echt? Oh. 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 Oh.
Aua. Steht Ihnen? Ja, was denn? Wenn Sie lachen. Naja, Sie haben sich das ja auch nur von Ihrer angriffslustigen Seite gezeigt. Hören Sie mich? Ja, natürlich, bitte. Verzeihung. Entschuldigung. Meine Damen und Herren, die Gleisanlage ist durch einen umgestürzten Baum blockiert und auch beschädigt. Wir rechnen mit einem Aufenthalt von mindestens 3 Stunden. Was? Was? Ja, tut mir leid. Gegen so eine Naturgewalt ist selbst die Bahn machtlos. Ich kann unmöglich so lange warten. Ja, ich auch nicht. Ich meine, ich habe dringend erwartet. Ich sitze doch hier nicht tatenlos rum. Ja, was wollen Sie denn machen hier auf freier Strecke? Ich steige aus. Was? Ich steige aus. Ich gehe zur Straße und da fahre ich dann per Anhalter ins nächste Dorf, in die nächste Stadt, was weiß ich. Das ist mein Rucksack, oder? Wollen wir aussteigen? Ja. Ich habe noch einen wichtigen Termin einzuhalten. Verstehen Sie? Kommen Sie doch mit. Moment, Moment. Halt. Ich mache darauf aufmerksam, dass das verboten ist. Darf ich? Ja, aber das geht nicht. Vorsicht, passen Sie doch auf. Moment, können Sie. Das ist verboten. Ich lehne jegliche Verantwortung ab. Da lang. Halt. Moment bitte. Ich weiß nicht, ob das so eine Kapitel ist. Zugleitung. Ja, hier Zugleitung IC973 von München nach Würzburg. Ja, also normal ist das ja nicht gerade. Ne? Also gehen Sie bitte schon möglichst gleich aus dem Gleisbereich raus. Hier lang. So, hier ist es besser. Na klasse. Mein Akku ist alle. Kann ich Ihrs haben? Meins? Ihr Handy. Ich habe keins. Ich habe mich bisher immer geweigert, mich zum Sklaven eines solchen Gerätes zu machen und denke nicht daran, mir jemals an mich zuzulegen. Nicht trinken, nicht rauchen. Sie sind wirklich komisch, Herr Vorsitzender. Der Zugbegleiter hat gesagt, die Straße ist höchstens 3 Kilometer entfernt. Vielleicht laufen wir ja im Kreis. In Filmen laufen die immer im Kreis. Erst wird die Zunge dick, dann platzen die Lippen auf. Die Sonne brennt. Über ihnen kreisen die Geier. Die Schritte werden immer schleppender. Und am Schluss bleiben 2 vertrocknete Leichen zurück. Im Kino, kennen Sie doch. Ich gehe nicht ins Kino. Schon klar. Das war unser Zug. Doch schneller gegangen, als ich dachte. Mit dem Baum. Da lang. So, jetzt ist Schluss. Aus! Ich bin bloß nicht ausgestiegen. Wer ich hätte, ich hasste aber nicht. Das bringt gar nichts. Los, hoch den Juristen hintern. Ich bin satt, mich hier in Anordnung nicht mehr zu fügen. Sie sind schuld, dass ich mich hier im Outback befinde und nicht weiterkomme. Ich habe Sie nicht gezwungen, mitzukommen. Ja, aber verführt. Also von mir aus können Sie ja sitzen bleiben und vertrocknen. Ich gehe zur Straße. Welche Straße, verdammt noch mal? Ich sehe keine. Frau Franke? Ist was passiert? Frau Franke! Frau Franke! Haben Sie sich verletzt? Voilà, die Straße. Das nennen Sie Straße. Jetzt brauchen wir nur noch ein Auto anzuhalten. Sie brauchen sich nicht bei mir zu bedanken. Irgendwann muss doch ein Auto kommen.
Wir leben im überbevölkerten Mitteleuropa. Dort! Dort hinten eine Staubwolke! Hallo! Hallo! Der nimmt uns erstmal bis nach Bodenkleinach mit und von dort aus schnappen wir uns dann ein Taxi. Oh Gott, nicht auch noch ein Gewitter? Solange es nicht regnet. Ich fasse es nicht. Oh Gott! Kann es sein, dass die moderne, unerschrockene Sonja Franke Angst hat vor Gewitter? Ganz schreckliche. Oh. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aus der Kindheit, glaube ich. Kommen Sie! Verstecken Sie sich! Kein Taxi, weit und breit. Sowas braucht man hier nicht. Sowas wie eine Autovermietung? Leihwagenfirma? Sowas gibt's bei uns nicht. Danke. Leihwagen gibt's leider auch nicht. Was wollen denn die? Ein Leihwagen. Aha. Alles nur Bauern. Und? Was machen wir jetzt? Irgendwo muss doch ein Auto aufzutreiben sein. Auto? Sie brauchen ein Auto? Na, das passt doch. Ich hätte eins. Dankeschön. Und langsam fahren, ne? Der überhitzt leicht. Ich hol das Auto dann wie besprochen wieder auf. Alles dann. Gute Fahrt, ne? Hals ab, Schneider. Nicht schimpfen, einsteigen. Moment! Aus! Moment, aus! Paragraph 21 Straßenverkehrsgesetz. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ziffer 2.2. Mit einer Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten wird bestraft. Der. Schon gut, dann fahren Sie. Wer ich? Ich kann nicht. Ich meine. Mein Knöchel. Ich habe mir bei unserem Geländemarsch den Knöchel verstaucht. Also dann fahr doch ich. Nein, nein, das kann ich nicht zulassen. Bin zwar nicht der Fahrzeughalter, aber. Drücken Sie doch mal ein Auge zu. Haben Sie mir nicht gerade gesagt, dass dieser Termin über Ihre gesamte Zukunft entscheidet? Wenn es sich nicht um einen echten Notfall handeln würde, wäre ich niemals auf Ihren strafbaren Vorschlag eingegangen. Woher kommt es eigentlich, dass Sie so überkorrekt und unflexibel sind? Ich bin nur vorsichtig. Nehmen wir mal an, Sie überfahren in der nächsten Kurve 8 Japaner. Wie stehen wir beide denn da? An die Japaner denken Sie wohl überhaupt nicht. Mensch, Meier, positiv denken. Dazu habe ich keine Zeit. Zünden Sie mir eine an. Was ist denn? Was ist denn? Schauen Sie mal, ist sie irgendwo? Was? Na, die Kontaktlinse. Ich habe mir gerade eine Kontaktlinse aus dem Auge gerieben. Gucken Sie mal, ob sie irgendwo ist. An mir. Irgendwo da. Ja, Entschuldigung. Nein, also, vielleicht ist sie auf den Boden gefallen. Schauen Sie doch mal. Ich hab sie. Oh, wunderbar. Kommen Sie her. Die ist hier kaputt. Vielleicht bin ich draufgestiegen, tut mir leid. Dann muss ich die andere auch noch rausnehmen. Mit nur einer kann ich unmöglich fahren. Verschiebt sich bei mir die komplette Optik. Ja, und dann? Fahren Sie. Ich kann nicht. Ich habe einen Knöchel. Stellen Sie sich nicht so an. Seien Sie ein Mann. Schlimm wird das ja wohl nicht sein. Entschuldigung. Oh. Also? Los geht's. Yeah.
Sie können nicht Auto fahren. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Das glaub ich nicht. Wie anmaßend. Sie als absoluter Laie verknacken langjährige gute Autofahrer. Sie können doch Verkehrssituationen gar nicht richtig einschätzen. No. Natürlich kann ich das. Auf einer sachlichen, theoretischen Basis. Ja? Schließlich muss man auch keinen Mord begehen, um einen Mörder zu beurteilen. Raus! Lassen Sie mich ans Steuer! Ich fahre! Aber Sie sehen doch gar nichts! Ich fahre und Sie schauen für mich, oder haben Sie einen besseren Vorschlag? Aber ganz, ganz langsam, bitte! Schön geradeaus, ja? Vorne, rechts kommt eine Kurve. Rechts, rechts! Nicht zu weit, links! Ja, ja, so ist es. Aber nicht zu schnell fahren, ja? Nicht zu schnell! Ich habe Sie gewarnt, zu schnell zu fahren. Wir sind nicht schnell gefahren. Das waren höchstens 40 Stundenkilometer. Außerdem hat das nichts damit zu tun, dass wir kein Benzin mehr haben. Natürlich. Je langsamer man fährt, umso weniger Benzin verbraucht man. Das ist doch allgemein bekannt. Was suchen Sie denn? Ich suche den nicht vorhandenen Reservekanister. Ich schätze, in den endlosen Wüsten dieser Welt trifft man mehr Menschen als in diesem verwunschenen Landstrich. Ich will endlich irgendwo ankommen. Was steht denn da? Wo? Ob wir das in Gang kriegen? Wer? Wir? Wieso? Das können Sie aber nicht wegnehmen, Frau Franke. Na klar können wir. Nein, das können Sie nicht. Strafgesetz, Paragraph 242, Diebstahl 1. Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, ist... Wir leihen es uns ja nur. Ja, aber da müssen Sie doch den Besitzer fragen. Sehen Sie den? Gleich morgen früh bringen wir es wieder zurück. Bitte, Frau Franke, machen Sie das nicht. Es handelt sich um einen Notfall. Ich muss raus aus dem Gewitter. Außerdem sehne ich mich nach menschlicher Zivilisation. Bitte, Frau Franke. Sie können mitkommen oder hierbleiben. Ich fahre jetzt. Irgendwie komme ich schon irgendwo an. Und wenn wir geschnappt werden? Dann beschwöre ich, dass ich Sie entführt habe. Dass ich Sie gezwungen habe, mitzukommen unter Androhung von körperlicher Gewalt, wenn es Sie beruhigt. Aber Sie sehen doch gar nicht ohne Linsen. Oh. Also gut, ich fahre. Gehen Sie weg, ich kann das zuwendig, aber Sie haben mal ein Moped gehabt. So, festhalten. Halt, halt. Was ist denn jetzt noch? Unser Gepäck. Festhalten, Frau Franke! Ich sehe nichts! Was ist denn? Der Schiff fliegt mir fast weg! Festhalten! Jetzt fängt mein Referat an! Schön! In die Kurve legen, nicht dagegen! Nicht dagegen! Okay! So, jetzt ist mein Referat zu Ende. Hier bleibe ich. Und wenn ich in der Badewanne übernachte? Tut mir leid, wir sind ziemlich ausgebucht. Ich kann Ihnen bloß noch ein Doppelzimmer anbieten. Die Bette stehe auseinander, wenn Ihnen das was nützt. Also, ich glaube, wir leben in der Halle und... Ne, und einfach. Ach, jetzt werden Sie doch nicht albern. Ich bin doch schon Oma. Noch die Herrschaften. Sie sind der erste Mensch, den ich kenne, der sogar seine Socken über einen Bügel hängt. Schnappi gehört noch nie einen Vorzug. Bei mir zu Hause, da kann ich mich im Dunkeln anziehen, weil alles einen bestimmten Platz hat. Bei mir zu Hause habe ich elektrisches Licht. Gute Nacht. Passen Sie nur auf, dass Sie sich nicht schneiden an Ihren Bügelfalten. Gute Nacht, Frau Franke.
Gute Nacht, Herr Meier. Furchtbaren Hunger. Ich auch. Jedes Mal, wenn ich fast eingeschlafen bin, weckt mich mein Magenknurren wieder auf. Warum war dieser Kongress in Würzburg eigentlich so wichtig für Sie? Ich hätte mich profilieren können, endlich ans Oberlandesgericht berufen zu werden. Ja, das ist so toll. Mhm. Eigentlich sind Sie viel zu spät dran, um Wein zu kaufen. Die aktuellen Jahrgänge sind ja längst vergriffen. Woher wissen Sie das denn? Sie trinken doch so gut wie keinen Alkohol. StGB. Mildernde Umstände durch. Bis Sie mit Ihrem Paragraphensprüchlein durch sind, bin ich längst satt. Sie sehen so furchtbar unglücklich aus. Warum denn? Seit ich mit Ihnen zusammen bin, ja, seit ich mit Ihnen zu tun habe, habe ich fast schon Dutzend Gesetze gebrochen. Das Leben ist ein Karussell. Sie können entweder aufspringen und mitfahren oder ewig daneben sitzen und zuschauen. Ja, aber ganz wenig, ja? Aus, aus! Sonja, assente. Auf Ihr Wohl. Seien Sie doch nicht so steif. Das ist doch schön. Genießen Sie die Situation. Sie sind der Franzose. Man lebt nur einmal. Ach, verschonen Sie mich mit diesem Spruch. Mein Vater, der würde Ihnen gefallen. Er ist ein heilloser Trinker, schlampig, unzuverlässig, unpünktlich. Der genießt das Leben wirklich in vollen Zügen. Aber für die restliche Menschheit war das eine Zumutung. So wie Sie über Ihren Vater reden, hat er Sie sehr verletzt. Nicht mich direkt. Meine Mutter. Er hat sie nie wirklich schlecht behandelt, aber er hat sie dauernd betrogen. Irgendwann hat sie es nicht mehr ausgehalten und hat sich scheiden lassen. Ich glaube, es hat das Herz gebrochen. Und das haben Sie ihm nie verziehen? Nee. Sie hassen ihn? Quatsch. Ich liebe ihn. Er ist mein Vater. Obwohl wir ständig Krach miteinander haben. Wir sind eben zu verschieden. Vielleicht sehen wir nur das, was wir sehen wollen. Und später schauen wir nicht mehr richtig hin, weil wir glauben, dass wir es schon kennen. Genau. An den Winter auf dem weißen Pferd habe ich nie geglaubt. Aber an den Mann fürs Leben, an den habe ich schon geglaubt. An die eine große Liebe. Aber wahrscheinlich bin ich einfach zu romantisch veranlagt. Ja. Und dann bist du auf seine entzückende kleine Nase gefallen. Das ist es. Ja. Sehr oft. Das ist der Grund, warum ich alleine bin. Das ist viel vernünftiger. Das unterschreibe ich sofort. Was ist denn? Das ist das erste Mal, dass wir zwei einen Konsens haben. Thank you.
Guten Morgen, Anna. Wenn du mal loslegst, bist du nicht mehr zu bremsen. Du, wieso? Was ist denn passiert? Was war los? Du bist ja richtig unersättlich. Du hättest mich warnen müssen. Warnen? Wovor warnen? Wieso? Du hast mindestens 2 Flaschen Riesling alleine getrunken. Ja, ja. Schön, aber... Habe ich mit dir... Mit mir? Ja, habe ich. Ich habe anschließend hervorragend geschlafen. Anschließend voran? Ich war vollkommen erschöpft von dieser Nacht, körperlich. Wir müssen ein kleines Zettelchen oder einen Brief ans Moped stecken und uns entschuldigen. Guten Morgen. Guten Morgen. Oder zumindest die Situation erklären. Ja, das mache ich gleich, nachdem ich gezahlt habe. Nee, das übernehme ich. Das ist kein Problem. Zahle ich wenigstens das Essen und die Getränke mit meiner Karte. Es war mir ein Vergnügen. Der Rezeptionist kennt bestimmt auch jemand, der das Motorrad zurückbringen kann. Ja, das stimmt. Da müssen wir auch noch ein Trinkgeld hinterlassen. Guten Morgen, Frau Franke. Guten Morgen. Ihre 2 Taxis waren bereits. 2? Ich habe nur 1 bestellt. Ich auch. Der Kongress dauert 2 Tage. Vielleicht kann ich heute doch noch mein Referat halten. Ach, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Viel Glück beim Einkaufen. Danke. Das vorletzte Jahr war übrigens ein sehr guter Jahrgang für Riesling. Stand in der Zeitung. Vielleicht magst du mich ja... Ja, doch. Mal anrufen, wenn du wieder zurück bist. Mag ich sehr gerne, Sanja. Gib wohl, Anna. Den Wohlsein, ja. Lieber Dr. Meyer, wo waren Sie denn? Sie haben mich gestern Abend ganz schön in Verlegenheit gebracht. Also ich bin untröstlich. Ich habe eine Kette glücklicher, ich meine unglücklicher Umstände. Ich habe x-mal versucht, Sie zu erreichen. Sie müssen sich endlich ein Handy anschaffen. Naja, vielleicht kriege ich das irgendwie geregelt, Sie heute Abend doch noch als Referenten einzuschieben. Ich möchte Sie mit jemandem bekannt machen. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Bassermann. Herr Dr. Bassermann, darf ich vorstellen? Herr Dr. Meyer. Ich habe Sie telefonisch nicht erreichen können. Und da habe ich geglaubt, Sie haben sich doch noch anders überlegt. Nein. Gestern Abend hat ein Konkurrent von Ihnen den gesamten verfügbaren Restposten aufgekauft, den wo ich für Sie reserviert gehabt habe. Ich könnte Ihnen natürlich noch den Silvaner anbieten. Und wenn ich mit dem Preis doch noch ein bisschen höher einsteige? Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Wie sieht es denn aus mit dem Riesling von vor 2 Jahren? Aber Frau Franke, der wurde schon vergriffen, bevor er auf die Flaschen gezogen wird. Na. Irgendwas haben Sie doch bestimmt noch im Petto, oder? Ja, schauen wir mal. Und? Nein, das ist auch nicht. Tut mir leid, Frau Franke, aber entweder stimmt die Traum nicht oder der Preis. Wenn Sie mich auch so in Verlegenheit bringen und einfach meinen Wein verkaufen. Trotzdem danke. Zeichnet sich nicht nur durch höchste Sachkunde im Bereich Verkehrsdelikte aus, sondern auch durch eine äußerst effiziente Verhandlungsführung.
Und er ist der Kollege, dessen Urteile in jeweils nächsten Instanzen zu 95% bestätigt werden. Begrüßen Sie mit mir Dr. Alain Meyer. Ja, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie Sie sehen, Herr Dr. Wassermann, spricht der Mann völlig frei. Ja, doch, da. Zahlen und Fakten kennt er auswendig. Ob Sie mich gestern allerdings sehr vermisst haben, wage ich zu bezweifeln. Immerhin ist man dankbar für jedes Referat, das nicht gehalten wird auf so einem Kongress. Na, wie macht er das? Als würde ihm alles gerade erst einfallen. Genial. Ich denke, Dr. Meyer wäre zu höherem Beruf. Ja. Die Verkehrsdelikte nehmen von Jahr zu Jahr überproportional zu. In einem erschreckenden Maße. Hallo? Julia? Heiner? Na, Sonja. Was machst du denn hier? Kann ich für ein paar Tage bleiben? Wohnst du nicht mehr bei Liane, Schätzchen? Liliane? Nein, nein. Wir verstehen uns momentan nicht so. Hat sie dich auch rausgeschmissen? Nein, ich bin gegangen. Ich lach mich kaputt. Oh nein, nein, nein. Ich will dich nicht zurück, du kochst. Komm, Sonja, bitte. Und sei doch nicht so. Hat sich doch früher auch immer wieder alles eingerenkt. Ne? Warum gibst du nicht eine Anzeige in deiner Zeitung auf? Alternder Journalist, Seitensprung erfahren, sucht pflegeleichte, stubenreine Geliebte. Hast du einen neuen? Wie kommst du denn darauf? Natürlich. Nicht. Natürlich bildet die deutsche Straßenverkehrsordnung die rechtliche Grundlage des störungsfreien mobilen Miteinanders und darf auf gar keinen Fall rechtsfreie Räume schaffen. Aber wir sollten uns davor hüten, bisher unbescholtene Verkehrsteilnehmer mit hohen Strafen zu belegen, wenn sie glaubwürdig versichern können, unwissentlich gehandelt zu haben. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bravo. Ich gratuliere Ihnen. Ein großer Erfolg, Herr Kammer. Danke. Aber Sie waren erstaunlich milde heute. Das ist sonst nicht Ihre Art. Ja und? Habt ihr oder habt ihr nicht? Was? Was? Ihr habt im selben Zimmer übernachtet. Du willst mir doch nicht erzählen, dass es zwischen euch nicht gefunkt hat. Sag ich doch gar nicht. Schade. Wenigstens haben sie nicht gelacht. Mehr Fies hat abgesagt. Freundlich, aber direkt. War ja zu erwarten. Tag, meine Herren. Guten Tag. Na, ob der so gut wird für Sie. Aber wenn Sie gleich alles zugeben, ersparen Sie uns Ärger und Zeit. Was zugeben? Ich habe mir gedacht, wir kommen gleich persönlich vorbei, wo man sich doch schon kennt. Danke, es ist sehr nett, aber worum geht's? Gegen Sie wurde Anzeige erstattet. Wegen Diebstahls eines Kleinkraftrades. Kleinkraftrad? Moped ist gemeint. Du grüne Neune, er hat es auch vergessen. Sie hatten einen Komplizen? Das ist aber doch gut. Dann schieben Sie einfach alles auf den, hä? Nein, das war ich ganz alleine. Also Einzeltäter. Großvater, in Grimont liegt die Zukunft. Und wenn er schon mal Weinberger... Ja, aber natürlich, man muss doch mit der Zeit gehen. Ja, du bist stur wie alle. Bitte? Ja, deshalb will ich ein Vertriebsnetz in Deutschland aufbauen. Kann ich Ihnen helfen? Ist Alain da? Dr. Meyer ist ja zu Hause. Nee, der müsste aber gleich kommen. Ich wollte nur dich jetzt. Nein, im klassischen Flaschenbierverfahren. Ja, dann müssen wir halt mal ein Pinot Blanc anbauen oder ein Pinot Gris. Großvater, 14% aller elsässischen Gewächse schäumen mittlerweile. Ja, natürlich. Ja, du bist der Patron. Was soll ich sagen? Bien sûr. Ja, je t'embrasse. Alors, salut. Oh. Ihr Großvater hält nichts von Schaumwein? Ja. Finn, existiert Riesling nur als Wein. Klassisch trocken ausgebaut, Schluss. Hm. Wieso interessiert Sie das? Sie sind Winzer. Ja. Meine Familie baut seit 3 Jahrhunderten Wein an. Im Elsass. Riesling. Meier. Das Weingut Meier-Effis. Ja. Alain hat gar nichts gesagt. Ja, das ist typisch Papa. Wollen Sie ein Espresso? Ja. Und das heißt, ich kann gar nicht. Ich muss gleich wieder los. Ich wollte nur endlich diesen Aktenordner zurückbringen. Entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so sage, aber so eine attraktive Freundin hätte ich meinem Vater gar nicht zugetraut. Oh, ich
bin nicht seine Freundin. Wir haben nur miteinander... Schon klar. Was? Sie ist fast wieder mitgenommen. Sie haben da vorhin was gesagt von Vertriebsnetz in Deutschland aufbauen. Hat sich das auf Ihren Wein bezogen? Ja. Vielleicht kommen wir ja miteinander ins Geschäft. Sonja, das ist aber eine Überraschung. Ja. Ich hätte gehofft, dass... Ja, ja, ich habe dein Referat zurückgebracht. Ich habe es deinem Sohn gesehen. Hm? Eben. Sehr nett. Ja, ja. Ich wusste gar nicht... Doch, 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 doch. Ja. Na ja, dann... Gut. Sonja? Ja? Willst du mit reinkommen? Ich kann uns was zu essen machen. Ich koche ganz gut, behauptet zumindest Robert. Ich kann nicht. Ich muss leider in den Laden zurück. Wir haben... Verstehe. Haben heute Inventur. Ah, verstehe. Mhm. Sonst gerne. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also. Ja. Wie sieht's denn aus mit deiner Beförderung? Ganz gut. Ja? Ich meine, man weiß ja nie, wie die Herren da oben entscheiden, aber... Nein. Auf hoher See und unter Juristen ist mir in Gottes Hand. Ja. 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 Alles klar, viel Glück. Ja, au revoir. Sonja? Ja? Ich möchte... Ich auch. Wollen wir nicht morgen... Ja. Holst du mich ab? Ja, ja, ja. Also dann. Herr Dr. Meyer! Also das hätte ich ja nicht von Ihnen gedacht. Ich würde mich schämen. Hier im Flur? Dann schämen Sie sich halt hier, im Flur. Adila Putus, aus, aus! Sagen, was diese ganzen weißen Punkte sollen? Ach so, ja, ich kenne seine nur die Gegenstände, die ich nach der Scheidung mitnehmen möchte. Die Bronzeskulptur ist meine. Oh nein, 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 nicht direkt. Ich habe sie dir zwar geschenkt, aber gekauft habe ich sie von meinem Geld. Entschuldige. Es tut mir leid. Ziemlich blöd von mir. Ich bin einfach ein bisschen durcheinander. Schön komisch, ne? Wenn man sich verliebt und wenn man sich dann wieder trennt, ist der gleiche Zustand. Man ist durcheinander. Er ist der korrekteste, ordentlichste, pedantischste Mensch, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Dabei, es ist eigentlich unglaublich. Jahr ein, Jahr aus trifft er verkehrstechnische Entscheidungen und fällt natürlich Urteile darüber. Dabei besitzt er nicht mal einen Führerschein. Das weiß natürlich keiner außer mir. Es wäre eine Katastrophe, meint er. Ich finde das eigentlich nur amüsant. Das ist Betrug. Oder nein, warte mal, wie heißt das? Vortäuschung falscher Tatsachen? Ja, ja. Richter unfehlbar. Ich habe natürlich gedacht, dass er sich um dieses verflixte Moped kümmert. Er ist wahrscheinlich genauso vergessen wie ich. Hast du ihn nicht gefragt, was du tun musst, damit es erst gar nicht zum Verfahren kommt? Das geht auf gar keinen Fall. Warum? Weil ich versprochen habe, ihn herauszuhalten. Die Idee, das Moped zu klauen, stammt natürlich... Von dir. Ja, aber was soll schon passieren? Das Ding war eh nichts wert. Ich werde es dem erklären. Außerdem würde sich der gute Alain nur darüber aufregen. Ach, der gute Alain, verstehe. Was verstehst du denn? Gar nichts. Oh mein Gott, meine Haare, ich muss meine Haare noch machen. Was hast du eigentlich vor heute Abend? Ich lasse mich von ihm heute Abend zum Essen einladen. Rührt mich gleich ab. Richter unfehlbar, an dem würde ich gerne mal kennenlernen. Das glaube ich. Geh jetzt! Ist das was Ernstes? Hallo? Ich lasse mich nur von ihm zum Essen einladen. Sonst nichts? Sonst nichts. Geh jetzt! Ja, ja, geh schon. Muss sowieso noch mal in die Redaktion. Also, wünsche euch einen schönen Abend. Danke. Die Bronzeskulptur kannst du übrigens behalten. Warum hast du Roberts Mutter nicht geheiratet? Ich habe herausgefunden, dass Celine weniger an mir als an unserem Familienbesitz interessiert war. Ich war da Mittel zum Zweck und da bin ich empfindlich. Ja. Das verstehe ich.
Die böse, böse Celine hat dir dein Herz gebrochen. Seitdem hast du nie wieder eine Frau an dich rangelassen. Du armer, armer Richter, du. Nein, nein, es gab schon Frauen, aber... Aber? Abendausgabe? Aber es ist mir nicht gelungen, die Richtige zu finden. Abendausgabe? Bisher. Oh. Bisher? Ja, vielleicht ändert sich das ja gerade. Weißt du, ich habe immer geglaubt, mein Partner müsste genauso sein wie ich selbst. Aber vielleicht liegt da der Fehler. Vive la différence. Abendausgabe gefällig? Nein. Vive la France. Du hättest mich wecken sollen, Cherie. Was ist denn das? Zieh dich wieder aus. Ich wollte mit dir im Bett frühstücken. Bin doch noch nicht fertig. Nee, das tut mir leid. Ich habe um 11 Uhr schon meine erste Verhandlung. Das ist schade. Ich muss dir etwas sagen, was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat. Was willst du mir denn sagen? Dass wir uns erst heute Abend wiedersehen? Ja, nein. Nein, nein, das ist es nicht. Was würdest du denn sagen, wenn du in der Zeitung liest, dass... Lieber Monsieur Meyer, ein Liebesbrief an Nietzsche? Nein, der ist für deinen Sohn. Aber darum geht es nicht. Ich wollte dir sagen... Sag mal, das ist ja eine Weinliste unserer allerbesten Jahrgänge. Ja, so wie es aussieht, werden dein Sohn und ich miteinander ins Geschäft kommen. Aber darum geht es eigentlich nicht. Kannst du mir sagen, was das zu bedeuten hat? Robert hat gesagt, dass er der Freundin seines Vaters keinen Wunsch abschlagen kann. Also werde ich demnächst eure Spitzenweine bei uns in unserem kleinen Laden vertreten dürfen. Ein einzigartiges Qualitätsmonopol aus dem Hause Meyer, ihr wisst, bei uns in München. Ich verstehe. Ich war also wieder nur Mittel zum Zweck. Nein, Allah, jetzt verstehst du aber was völlig falsch. Hallo, Mama? Du musst mir Max abnehmen für 3 Stunden, bitte, es ist echt wichtig. Ich verstehe schon richtig. Wir haben eine dringende Sitzung in der Lokalbaukommission. Ich habe endlich einen Babysitter gefunden, aber bei dem haben gerade Helene eingesetzt. Bleib doch hier, Allah, ich bitte dich, lass es dir doch erklären. Das eine hat mit dem anderen... Au revoir, Madame. Ich muss dir doch auch noch... Nein, was? Ein Freund. Kannst du dich wenigstens mal vorher anrufen? Ich habe auch ein Recht auf meine Privatsphäre. Das kann ich ja nicht an, dass du so kurz nach der Trennung von Papa gleich deinen neuen Lover hier empfängst. Also erstens ist das nicht mein... Und zweitens? Geht es dich nichts an? Mann, der hat es aber eilig wegzukommen. Hallo, Svenja. Maxchen. Du würdest sogar einen Mord begehen für eine gute Schlagzeile. Wie konntest du das tun? Ich bin Journalist. Du musst diesen Artikel richtig stellen. Du hast alles kaputt gemacht. Ich mache nur meinen Job. Du musst es richtig stellen, und zwar sofort. Da gibt's nichts richtig zu stellen. Alles beruht auf Fakten. Er hat nun mal keinen Führerschein. Aber Richter, unfehlbar. Der Ausdruck stammt von dir. Das habe ich doch einfach nur so dahin gesagt. Aber er stimmt. Was? Ja, obwohl dein Richter hinterm Steuer absoluter Laie ist, sind seine Urteile einwandfrei. Ich habe das recherchiert. Gut, also unfehlbar ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Mach dich doch nicht blöder, als du bist. Dieser ganze Artikel ist irgendwo so ineinander verdreht. Und du hast das auch absichtlich so missverständlich dargestellt. Ich verlange einen Widerruf. Das schuldest du mir. Und die Bronzeskulptur kriegst du nicht. Sonja. Max. Du liebst ihn. Warum sagst du mir das denn nicht? Doch dein Mann. Das auch nie geschrieben. Jedenfalls nicht so. Herr Dr. Meyer, Sie möchten, Sie sollen umgehen. Herr Dr. Böhme hat nach Ihnen verlangt. Dringend. Das ist doch lustig. Eine Zahlungserinnerung. Ja, mache ich gar nicht erst auf. Was sind wir da? Amtsgericht München. Max, schau dir das an. Es kommt tatsächlich zur Anklage. Und du hast im Moment aber auch ein Pech. Schau mal.
Weißt du was? Du rufst jetzt deinen Alarm, fragst ihn, was du dagegen unternehmen kannst. Wenn sich jemand mit sowas auskennt, dann er. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Warum denn nicht? Ich verstehe das nicht. Nach dem Chaos von heute Morgen hält er mich doch für genauso berechnet wie seine Frau. Du und berechnend? Der Kerl hat dich nicht verdient. Ich habe wirklich geglaubt, dass jetzt Schluss ist mit diesem ganzen Liebesquatsch. Nun kommt da dieser Franzose vorbei, interessiert sich für mich und ich verlieb mich in ihn. Und dann mache ich wieder alles kaputt. Und Heiner haut noch einen oben drauf mit seinem blöden Artikel. Welcher Artikel? Dieser Artikel. Ja, das ist doch... Eine sehr unschöne und auch peinliche Angelegenheit. Natürlich kann ich das nicht einfach ignorieren. Es tut mir leid, aber was bleibt mir anderes übrig? Bin ich jetzt suspendiert? Aber nein. Nur bis einigermaßen Gras über die Sache gewachsen ist, werden Sie selbstverständlich keine Verkehrsdelikte mehr verhandeln. Ein Richter, der so explizit in die Schlagzeilen gerät, steht nun mal im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Da muss die Behörde reagieren. Vorläufig übernehmen Sie Diebstahlsdelikte. Harmlose kleine Fälle, von denen niemand weiter Notiz nimmt. Es tut mir leid, dass ausgerechnet ich die Behörde in so eine unangenehme Situation bringe. Da ist leider noch etwas. Ja, was denn noch, um Gottes Willen? Ihre Berufung ans Oberlandesgericht ist natürlich auch in Frage gestellt. Dr. Bassermann vom Ministerium hat mich in aller Frühe angerufen und sich sehr unmissverständlich ausgedrückt. Wie hat dieser Schmierfink von der Zeitung das nur herausgefunden? Schmierfink? Ja. Ein gewisser H. Frank. Also herzlichen Dank. Und viel Vergnügen damit. Kommen Sie bald wieder. Wiedersehen. Danke, wiedersehen. Hallo, hallo. Wie heißt dein Mann? Heiner. Heiner Franke. H. Franke. Willst du mich ruinieren? Ich hatte doch keine Ahnung, dass er das benutzt. Aber du wunderst dich gar nicht. Du kanntest den Artikel schon, ja? Ja, natürlich. Mein Mann, mein zukünftiger Ex-Mann ist Journalist. Und wir haben beieinander gesessen und über dich... Du hast mich verraten. Und zum Gespött der Leute gemacht. Mach dich doch nicht verrückt. Die Leute lesen das und... Du hast doch keine Ahnung. Ich habe meine Würde verloren. Immer diese Würde. Und meine berufliche Zukunft sowieso. Merci, Madame. Ich war heute in der Redaktion. Ich habe mit ihm geredet. Er hat mir versprochen, dich zu rehabilitieren. Ich schwöre dir, er hat es mir versprochen. Das hat er wirklich. Ich hoffe, er schläft gleich ein. Er hat im Moment so eine anstrengende Phase. Wahrscheinlich, weil er und Leck Dinger den ganzen Nachmittag getrommelt haben. Leck was? Leck Dinger, ich habe doch neuerdings einen Babysitter aus Kenia, ein echter Maasai. Studiert hier in München Betriebswirtschaft. Aha. Mensch, Mama, du heulst ja immer noch. Schon wieder. Dass du auch immer so daneben liegst mit deinen Männern. Und ich muss an mir liegen? Aber nein. Du solltest froh sein, dass du diesen komischen deutsch-französischen Elsässer so schnell wieder losgeworden bist. Sei froh, dass der sich gleich geoutet hat. Geoutet? Naja, du versteckten Macken und so. Sonja und ihr Weindefizit wolltest du dazu benutzen, mich ins Elsass zu locken. Vorsätzlich und heimtückisch. Du und wenn schon. Großvater und du, ihr könntet euch endlich mal vertragen. Und deine Sonja wäre ja wohl auch gedient. Meine Sonja. Schade. Sympathische Frau. Wieso, kennst du doch gar nicht. Ja, du bist so feige, sie überhaupt kennenlernen zu wollen. Das stimmt nicht. Aber Frauen sind nun mal berechnende und schlaue Geschöpfe. Wahrscheinlich können sie gar nichts dafür, das liegt in ihrer Natur. Sag mal, Papa, wirst du jetzt den Rest deines Lebens Angst haben, dich zu binden, weil dich einmal eine Frau enttäuscht hat? Zweimal. Aber das geht dich gar nichts an, es gibt auch Wichtigeres im Leben. Ja, selbstverständlich. Was ist schon Glück mit einer wunderschönen Frau verglichen mit einer Berufung an Oberpipifax-Gericht? Weißt du was? Deine Sturheit bringt dir überhaupt nichts ein, außer Einsamkeit. Du tust mir leid. Voilà. Kann ich morgen wenigstens selbst zu meiner Verhandlung fahren? Gratuliere, du hast ihn wieder. Soll ich dich nicht lieber fahren, damit er dir länger halten bleibt? Herr Dr. Meyer, unser Präsident bittet Sie, diesen Fall mit zu übernehmen, weil der Kollege Kardi erkrankt ist. Die Parteien sind schon anwesend. Also wie ich das hasse. Ich kann mich auf solche Fälle überhaupt nicht einarbeiten. Sie werden trotzdem gerecht entscheiden, Herr Dr. Meyer. Und da wäre dann noch etwas. Dr. Meyer besitzt ein untrügliches Rechtsempfinden, Richter unfehlbar, wirklich unfehlbar, auch ohne Führerschein. Sonja Franke.
Sonja, ich wollte dir danken. Leider nur der Anrufbeantworter. Bitte hinterlassen Sie doch Ihre Nachricht. Anrufbeantworter. Herr Dr. Meyer. Ah, Herr Präsident. Oh, Herr Ministerialdirigent. Guten Tag, Herr Dr. Meyer. Haben Sie heute schon Zeitung gelesen? Ja, vor 2 Minuten. Diese erneute Schlagzeile relativiert natürlich die vorherige. In dem Artikel wird sogar lobend erwähnt, dass Ihre Urteile so gut wie nie aufgehoben werden. Tja, gute Neuigkeiten. Vielleicht möchten Sie selbst. Nun, Ihre Berufung ans Oberlandesgericht ist so gut wie durch. Wenn Sie jetzt nicht noch bei einem Diebstahl oder einer ähnlichen Inkorrektheit erwischt werden, dann kann man gratulieren. Sie freuen sich ja gar nicht. Doch, doch, aber ich hab's ein bisschen eilig. Pardon. Wir setzen uns einen Moment mit rein, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja. Sonja. Bitte nehmen Sie Platz, Frau Franke. Moped. Was läuft? Na schön, es geht um die Strafsache Sonja Franke. Ein Diebstahlsdelikt. Frau Sonja Franke wohnhaft in München. Klingsorstraße 52. Mhm. Frau Franke, Sie werden beschuldigt, am 25. Mai dieses Jahres ein Moped entwendet zu haben. Genau. Also ich habe gute Lust, dieses harmlose Vergehen wegen Geringfügigkeit sofort einzustellen. Herr Vorsitzender, ich wollte schon darauf bestehen. Ich meine, was verhandeln wir denn hier? Franke hat sich ein Moped zu leihen genommen, vergessen es zurückzugeben, das ist kein Diebstahl. Ja, waren Sie dabei? Nein. Nein, ich war ganz alleine. Auch das wird bestritten. Es soll einen Komplizen gegeben haben, den Sie jedoch nicht preisgeben wollen. Aber ich würde jetzt eigentlich ganz gern erst mal korrekterweise die Anklageschrift verlesen, wenn ich darf, Herr Vorsitzender. Ehrenvorsitzender. Bitte. Der Fall liegt doch glasklar vor uns, wenn es überhaupt einer ist. Es hat geregnet. Was heißt geregnet? Es hat geschüttet. Nicht? Und dazu dieses entsetzliche Gewitter. Frau Franke bekommt, das ist wohl ein Jugendtrauma von ihr, Angstzustände bei Gewittern. Das ist bekannt. Sie wollte nur noch weg. Plötzliche Panik, fluchtauslösendes Unterbewusstsein. Sie wissen da Details, die fehlen mir gänzlich. Zum Beispiel das Moped. Das Moped, der Wert dieses alten, klapprigen Mopeds ist ja so gering, da weiß man ja gar nicht, wie man den Verkehrswert ansetzen soll. Kann ich jetzt die Anklageschrift? Wir wissen doch alle, worum es geht. Außerdem wurde das Moped ja nur ein paar Kilometer bewegt und dann vor einem Hotel abgestellt. Und Frau Franke hat lediglich, ja, weil die Zeit gedrängt hat und weil das Taxi schon gewartet hat, da hat sie halt vergessen, das Zweirad zurückzugeben. Wo steht denn das mit dem Taxi? Herr Vorsitzender. Ich glaube, es ist Zeit, eine Erklärung abzugeben. Nein, Allah. Doch, Sonja. Das Leben ist ein Karussell. Und ich möchte nicht immer nur zusehen, ich möchte auch mal mitfahren. Na bitte. Ein Karussell. Ist das jetzt ein Zitat, oder? Herr Staatsanwalt, ich gehöre eigentlich auf diese Anklagebank, denn ich habe dieses Moped gestohlen. Beförderung kann er abschreiben. Und ich habe diese Frau lediglich gezwungen, mitzukommen, weil ich mich ohne sie verloren fühle. Weil ich dich liebe, Sonja. Du verrückter Kerl. Herr Dr. Meyer, was soll denn das? Ist das Ganze jetzt hier zu Ende? Nein. Jetzt geht's erst richtig los. Natürlich freue ich mich, deinen Vater kennenzulernen. Aber ich werde keinen Tropfen Wein mitnehmen. Sonst hältst du mich am Ende noch für berechnet. Da muss sich der Robert wohl einen anderen Laden suchen, der unsere Weine in München vertreibt. Untersteh dich! Sonst sehen wir uns vor Gericht wieder. In Zukunft nur noch, wenn du mich von der Arbeit abholst. Warum fährst du eigentlich so langsam? Gib doch Gas! Wir wollen heute noch ankommen. 30er-Zone, nicht gesehen? Ja, siehst du irgendeinen Grund für 30? Das war's. Das gibt eine saftige Anzeige. Und einen schönen Eintrag in Flensburg.